Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Captain of Industry. Weiter geht unsere kleine Reise ins Abenteuerland. Nee, das ist ein Lied von Pur. Das wollen wir jetzt nicht. Das ist die falsche Baustelle hier. So. Wir gucken jetzt mal, was wir hier machen. Wir produzieren hier Tofu. Das, was wir jetzt auf jeden Fall hier mal ausmachen werden. Und zwar, das hier werden wir jetzt alles mal abreißen. Das hier auch. Das werden wir hier alles nicht mehr wollen, brauchen. Nee, du nicht. Stopp! Du nicht. So. Du darfst leer gemacht werden, wir von mir aus. So, okay. Genau, wir reißen hier alles ab. Hat den Hintergrund, wir brauchen es nicht mehr. Und, da wir jetzt Tofu oben produzieren, kann das hier unten tatsächlich wirklich alles verschwinden. Also weg damit. Genau. Das hier kann auch alles weg. So. Die Spur bleibt noch. Die Kartoffeln. Obwohl die Kartoffeln jetzt auch wieder anlieferbar sind, dann kann das auch schon mal wieder weg. Dann kann das eigentlich auch schon wieder weg. Weil man kann die Kartoffeln jetzt von hier wieder anfahren. So. Die Soja werden wir hier noch lassen, wobei die Soja wir eigentlich hier auch abreißen könnten. Ne? Die Soja könnten wir eigentlich auch schon wieder abreißen. So, okay. Die sagen, sie sind fertig. Das ist nicht gut. Da ist jetzt nicht wirklich viel reingekommen, ne? Das ist nicht so gut. Okay, wir müssen hier wohl oder übel runterbuddeln. Können wir das drehen? Okay, warum baut er jetzt hier? Warte mal. Das ist doch schon wieder hier Lug und Betrug. Das ist doch schon wieder hier Lug und Betrug. Ah, jetzt geht's. Okay. Wir bauen hier mal ein paar Steps runter, dass die das einfach, dass die einfach ein bisschen viel Rohstoff bekommen. Hier ist 100% nur Erz. Das ist ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was? Montageroboter? Oh. Brauchen wir keine Mitarbeiter mehr. Hier waren 2 bis dato. Und hier sind 8. Okay. Okay. Weniger Mitarbeiter. Wir haben aber so oder so schon genug. Also wir haben eigentlich genug Platz aktuell. Müssen wir mal gucken. So, kann das immer noch nicht gebaut werden? Das ist blöd. Der Schwefel, der füllt sich. Aber wir werden hier, wie gesagt, so einiges an Schwefel brauchen. Tofu ist nämlich eine heiß begehrte Ware. Mehr oder weniger. Also eher weniger. Hier haben wir noch ja nichts drin. Kartoffeln, Eier, Brot, Mais, Würstchen. Würstchen sind gar keine da, oder was? 8 Stück sind gerade auf dem Weg. Aber was ist mit dem Würstchen? Was haben wir denn hier mit dem Würstchen? Was ist denn da los? Es fehlt Schlachtabfälle. Es fehlen Schlachtabfälle. Okay. Na gut. Schade. So, okay. Aber wir gehen jetzt hier erstmal mal hier runter. Hier hatten wir jetzt so schön abgerissen. Hier läuft jetzt wieder alles. Auch die Wasserquellen funktionieren wieder. Ich glaube aber auch durch hauptsächlich den da. Okay, wie läuft denn hier unten die Produktion jetzt gerade? Die zwei. Also die haben auf jeden Fall hier viel mehr, also die haben Druck auf jeden Fall ohne Ende. Die haben Dampf ohne Ende.
Hier kommt jetzt das CO2, das Kohlendioxid, nicht wirklich hinterher. Das bedeutet also eher... Was machen wir denn damit überhaupt? Das läuft hier lang, da lang, hier lang, dahin, hierhin. Okay, wir müssten eigentlich nochmal so ein Gasding bauen da. Gas Inject. Okay, dann bauen wir noch einen. Ist ja gar kein Problem, oder? Oder anders, ist das kleinste Problem. Schnellzauber ist hier nicht. Wir haben keine Rohstoffe. Wir haben leider keine Rohstoffe. Wir haben leider keine Rohstoffe. Doch, jetzt. Okay, dann können wir da nämlich weitermachen. Sehr gut. So, dann dürfte das jetzt ein bisschen leerer werden, hoffe ich. Wir schauen mal ganz kurz nach oben. Das war hier. Okay, und die sind doch beide leer. Sehr fein, sehr, sehr, sehr fein. Wir machen niedrigen Druck. Der niedrige Druck geht, wie gesagt, hier oben rein. Wir könnten also so eine Anlage, wie wir sie hier stehen haben, eigentlich nochmal bauen. Dafür müssten wir hier das hier aber einmal aufschütten. Kriegen wir das irgendwie hin? Kriegen wir das hier einmal aufgeschüttet? Zeitnah? Das bezweifle ich jetzt gerade. Weil wir hier so viele Baustellen gerade haben, wo verschüttet werden darf. Hier, da hinten, dort. Vor allem hier das Große. Hier sind sie ja auch ganz fleißig dran, ne? Also, da läuft es ja sogar auch sehr, sehr, sehr gut. Okay, ich überlege gerade, wie wir... Den können wir auch noch upgraden. Yep. Ja, auf jeden Fall. Die neue Schiffsbrücke. Dann können wir nämlich die restlichen komischen Dörfer da oben mal befreien. So. Ja, was machen wir dann jetzt mit dem ganzen Soja und hier unten? Also das Brot wird eigentlich nur noch von oben befeuert. Das Brot hier unten könnte also weg, wenn wir es überhaupt noch haben. Ja, haben wir noch. Hier. Weil hier wird nichts mehr passieren. Also das hier kann eigentlich komplett weg. Der hier kann komplett weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, somit dürften die und die hier weg. So, das machen wir doch mal. Ich weiß gar nicht, was hier. Okay, egal. Also das und das kann auf jeden Fall weg. Das hier alles kann weg. Das und das kann weg. So. Räumen wir mal ein bisschen auf hier, ne? Räumen wir einfach mal ein bisschen auf. So, das kann auch alles weg. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Hier die, den Ausguck brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht mehr. So, hier wird Soja hergestellt, Soja hergestellt. Das Soja ist immer noch das Soja von hier unten. Da sollten wir dann später auch mal gucken. So, das reiße ich jetzt einfach mal pro forma ab. So, bei den beiden bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was damit passiert. Das ist nämlich Gemüse. Und Gemüse haben wir bis jetzt noch nirgendwo neu geplantet. Das weiß ich. Hundertprozentig. Hier oben ist noch kein Gemüse. Das sollten wir jetzt mal machen. Das ist auch jetzt eine gute Möglichkeit. So, dann gibt es jetzt bald hier oben Gemüse. Gewächshäuser 2. Wir drehen das Ganze noch einmal. So, wir hätten gerne 3 Platz. Okay, ich habe mir jetzt diesmal sogar eine Ecke ausgesucht. Kaum zu glauben, aber wahr. So. Ich freue mich, wenn diese Ecke auch überall zu sehen wäre. Verfluchte Kacke. Okay,
warte mal, das ist. Achso, und wir müssen hier oben unbedingt mal gucken, dass wir hier das, dieses Teilstück hier verschüttet bekommen, ne? Und hier auch mal die Berge wegmachen. Warte mal, können wir das nicht plätten? So. Okay. Wir schauen mal, ob das funktioniert, weil ich hier plane. Ich glaube gerade noch nicht. Aber naja. Supsi. So, okay. Warum sieht das jetzt schon wieder so ganz komisch aus? Das sieht doch schon wieder so ganz komisch aus hier. Das ist doch schon wieder falsch. Da habe ich mir doch jetzt schon eine Ecke ausgesucht, wo es stehen soll. Und es steht, sieht trotzdem nicht richtig aus, oder was? Oder meine ich, war das jetzt nur eine optische Täuschung? Ich glaube, das war diesmal wirklich nur eine optische Täuschung. Alter Schwede. Ich mach mal hier mal beschleunigen. Ich glaube, diesmal war es wirklich nur eine optische Täuschung. So. Ich möchte. Ach, das kommt. Scheiß drauf. So. Okay, machen wir erstmal Wasser. Ab nach oben mit dir. Wir bleiben in dieser Furcht hier. Und bauen das einmal hier rum. So. Müssen wir gucken, wo wir jetzt hier einen Anschluss bekommen. Wir machen mal eher kurz R an. Ich weiß nicht, immer wenn ich das R gedrücke, können wir viel besser bauen. So, hier ist Wasser. Check, check. So, jetzt machen wir noch das andere Spöges da. Und zwar ihn hier. Stopp. Ich möchte ihn gerne angeschlossen haben. So, okay. Das führen wir jetzt einmal nach oben. Gut. Dann haben wir das auch fertig. So, das da dran. Wasser hier dran. Dünger da dran. Wasser hier dran, Dünger dort dran. Wasser hier, Dünger dort. Gut. Das haben wir schon mal. Dann möchte ich hier gerne Gemüse drin anpflanzen. Dum, da, da. Wir gehen hier ein. Nee. Wir bleiben hier noch auf der Ebene. Und dann können wir eine hoch. So, okay. So, wir werden uns hier auf diesem schönen Förderband einfach mal gemütlich machen. Also wir werden hier auch wieder diese doppelten machen. Bis wohin es auch immer geht. Und zwar hier ist dann tatsächlich schon Stopp. Weil wir hier dann eigenständig bauen. Nein! Ein
Warum geht das nicht? Okay, so geht's. So geht's. So. Gut. Oh, da ist wieder auf jeden Fall irgendein Gebiet wieder fertig. Das ist auf jeden Fall irgendein Gebiet wieder fertig. Müssen wir gleich mal gucken. Irgendjemand kann da wieder irgendwas nicht abbauen. Sollten wir eigentlich sofort gucken, ne? So. Können wir eigentlich aus dem Gemüse noch irgendwas machen? Müssten wir uns auch mal angucken. Ob wir da nicht irgendwo irgendein Material draus machen könnten, was wir so noch nicht haben. So, ich werde das jetzt erstmal bis hier hinbauen. Dann gucken wir mal ganz kurz nach dem hier. Was ist hier? Was ist denn das überhaupt? Ach, das ist wieder der hier. Was? Der ist schon wieder fertig und der Tank ist immer noch leer. Oh. Ui. Ui. Ein ganz kleines Ui. Okay. Was? Okay, das Monstrum hat sich auch schon fertig gemacht. Das ist doch nice zu hören. So, heißt also, wir machen das hier mal einmal weg. Wir machen, jetzt muss ich ein bisschen planen. Jetzt machen wir hier diese Anlage größer. Und zwar bis hier. Warte mal, aber hier ist aber irgendwas falsch. Oder sieht das nur so aus? Also bis jetzt waren wir immer... Okay, wir müssen hier so oder so noch ein bisschen umbauen, sehe ich gerade. Okay, warte mal. Wir machen das mal ganz kurz anders. Die da dürft jetzt hier bitte bauen. Und zwar dieses Stück hier. Und zwar hätte ich hier gerne Folgendes. Dass du das hier komplett weggradierst auf 3. So. So. Wobei hier ja eher die 2 gefordert wäre, ne? Hier wäre ja eher die 2 gefordert. So. Okay, hier wird die 2 gefordert. Fährt er von denen eine zurück? Nein, tut er nicht. Mhm. Ich hoffe, das funktioniert. Wir müssten auf jeden Fall dieses Kabel dann hier irgendwann, beziehungsweise die Wasserquelle hier umbauen. Aber auch da bin ich mir noch nicht mal so sicher, wie lange diese Wasserquelle hier noch funktionieren wird. Wow, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird auf jeden Fall knapp. Okay, aber egal. So, ihn hier. Also genau, ihn hier können wir abdonnern und sagen, okay, du darfst das hier auf jeden Fall alles befüllen. So. Und zwar bis hierhin. Genau. Und damit haben wir das Soll auch erfüllt. Damit haben wir diesen Soll auch erfüllt. Okay, was machen wir jetzt noch mit Obst und Gemüse? Wir gucken mal ganz kurz rein. Können wir noch mit dem Gemüse was machen? Gemüse. Okay, wir können mit dem Gemüse machen Brenngas und Kompost. Okay. Brenngas und Kompost. Okay, dann würde ich sagen, wir werden das Gemüse erstmal jetzt nach unten verfrachten. Da, wo es hingehört.
zum Markt. Dann werden wir mal gucken, wie wir dann weiter damit vorgehen. Also ich hab die Idee gerade. Ich weiß nur nicht, ob die gut ist. Ich würde tatsächlich hier oben auf der rechten Seite oder sowas, müssen wir gleich mal gucken, wo wir ein bisschen Platz haben, würde ich das Gemüse zum Beispiel jetzt auch als Brenngas dann abtun. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Und würde dann sagen, okay, shit happens. Wir haben dann halt hier eine Brenngas-Option für das Zeug. So, wo ist denn hier das Gemüse? Da ist das Gemüse. Okay, also müssen wir noch ein ganzes Stückchen nehmen. Wir müssen noch ein ganzes Stückchen. Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Warte mal, das muss nochmal weg. So. Dann kann ich das nämlich hier besser abarbeiten. So. Nein. Okay, wir machen R wieder aus. An, aus. Ach, wie auch immer. Ah, hier hat wieder jemand richtig Gutes geplant. Wenn ich das hier wieder sehe, ne? So, warte mal, können wir das mal abreißen, bitte? Schnell. Das auch. Danke. 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 So, das kommt hier auch rüber. Perfekt. So, dann reißen wir das Stückchen hier auch nochmal weg. Ist ja nicht so. So, dann ziehen wir das nämlich hier einmal durch, dass wir ihn einfach ein bisschen Platz lassen. Dann können nämlich hier andere Leute, die vielleicht da durch müssen, ihre Rohstoffe nämlich da unten lang jagen. So. Perfekt. Gut. Obst war da. Ja, da. Da machst du halt ja nichts. Außer den hier. Machen wir den Überflieger. So, okay. Den dahin. Wolltest du jetzt Kartoffeln bringen, oder was? Ah, tut mir leid. Tut mir leid. Wir machen dir auch eine Brücke neu hin. So eine kleine. Guck mal hier. So. Kurz gucken, auf welcher Seite die auf jeden Fall hin muss. Was denn jetzt mit den Kartoffeln hin? Naja. Jo, gut. Gebäude stürzt ein. Ja, das war klar, dass das jetzt passiert. Das sollte ja auch eigentlich so passieren. Mehr oder weniger. Ja, die neue Fläche, die wächst und gedeiht. Ziemlich zügig sogar. Okay. Hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Weil die sind jetzt natürlich alle ohne Wasser.
umständlicherweise. Aber diesen Zug müssen wir leider hier einmal fahren. Okay. Ich überlege gerade, wie wir den mit Wasser befüllen können. Okay, die beiden haben halt Sand ohne Ende. Das ist auch nicht gut. Tja, wie machen wir das? Wie machen wir das mit euch? Okay, der ist jetzt fast wieder voll. Der ist wieder fast voll. Dann können wir das mal ganz kurz wieder ändern, dass wir hier weiter runterbuddeln. So, dann haben wir das auch. Tja, wie machen wir das mit euch? Können wir sowas hier machen? Ich werde mal was versuchen. Okay, das würde bis hierhin funktionieren. Hier am Wasser lang würde auch. So ein bisschen abseits von diesem ganzen Geschehen, da so ein bisschen sowas in diese Richtung. So. Ah, die brauchen halt jetzt super viel Rohstoffe dafür, aber okay, das spielt hier keine Rolle. Das spielt hier keine Rolle. Zwar bis hierhin. Das kann da weg. Dann hätten wir auf jeden Fall da unten Wasser. Wie gesagt, zwar jetzt nicht so viel, aber wir hätten da unten Wasser. 129 rote Bauteile. Wie sieht es denn allgemein hier aus? Die sind hier alle natürlich am Schuften. Aber 129 haben wir wohl nicht. Wir haben ja noch nicht mal genug Graue. Also von daher, wie sollen wir denn das andere Zeug haben? Off. Okay, egal. Gut, ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.